Muss es wirklich ein Rennrad mit Motor sein? Wir sagen, kann natürlich auch ein Rennrad mit Motor sein. Wir stellen euch heute das Orbea Gain etwas genauer vor. Viel Spaß! Ja, ein Rennrad mit Motor. Wir sind am Standort in Reutlingen und neben mir steht der Dennis. Dennis, hi. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Hi, grüß dich. Wir stellen heute zusammen mal dieses Rad vor. Du bist eher so der sportliche Typ, habe ich gehört, ja, der genau. Eher ohne Motor normal unterwegs ist. Genau. Aber wir versuchen das jetzt trotzdem mal beide irgendwie mit Motor vorzustellen. Ja, gerne. Was haben wir hier? Wir haben ein Orbea Gain. Aber was ist es genau? Eigentlich, wir haben Fahrrad für jede Zwecke. Warum? Orbea nennt sich als Endurance-Fahren. Mhm. Das bedeutet, Kunde oder die Leute, die wollen das mehr als Rennrad benutzen, bitte schon, mit solchen Reifen kann man nur Asphalt fahren. Ja. Die Leute, die wollen ein bisschen Schotter wegfahren durch den Wald, dann einfach mit Gravel-Reifen bis zu 40 mm, da passt er rein, mhm, und kann man das als Gravel benutzen. Mhm. Was für Vorteile genau bei dem Rad? Bei Carbon-Variante, wir haben Mahle X20-Motor. Mhm. Das bedeutet, wir haben normales Tretlager, mhm, normale Rahmen und insgesamt Gewicht mit dem Akku und Motor nur plus 2,9 Kilo. Okay, das ist echt das bedeutet, viel. Wir haben eigentlich 13,5 Kilo Fahrrad insgesamt mit dem 350 Wattstunden Akku und Motor, der unterstützt bis zu 60 Newtonmeter. Mhm. Was bringt das? Wenn wir haben Konkurrenten, solche wie zum Beispiel VZUA Motor oder NQ, mhm, diese super schöne Motoren, aber trotzdem Mittelmotor. Mhm. Das bedeutet, in Deutschland über 25 km/h, wir bekommen eigentlich keine Unterstützung und damit müssen wir alle Zahnräder mittreten. Ja. Bei dem Fahrrad mit normalem Tretlager eigentlich quasi kein Widerstand und Reichweite mit dem 350 Wattstunden Akku bei Carbon-Variante oder 250 Wattstunden bei Alu-Variante wird trotzdem über 100 Kilometer. Genau. Warum? Über 25, fast quasi kein Widerstand. Und auf Ebene fahren wir ohne Unterstützung, weil wir sind ein bisschen schneller. Und sobald die Geschwindigkeit kommt unter 25 km/h, Kunde bekommt dann Unterstützung. Mhm. Und das auch passt perfekt für die Berge Richtung Alp, mhm, zu fahren. Und für die Leute, die sind schon nicht so fit und letzte Kilometer nach Hause zu kommen mit kleine Unterstützung, das bringt eigentlich Spaß. Genau. Wir sagen es auch immer, dass wir, das ist eigentlich sowas, wo du, wenn du jetzt, du willst selber noch sehr viel ohne Motor fahren. Ja, genau. Und wenn du dann eben so die letzten 200, 300 Höhenmeter hast, die wirklich genau, anstrengend genau sind, dann schaltest du den Motor genau dazu und das bringt das eben. Und ich habe persönlich das Fahrrad bei Badurach Wasserfälle, mhm, anzuprobiert. Das war bei mir 20 Kilometer mit 800 Höhenmeter. Und egal wie fit bin ich, im Wald mit solchen Höhenmeter, ich bin trotzdem unter 25 km/h, deswegen Motor unterstützt, mhm, immer. Das war perfektes Fahrrad, ich bin total zufrieden, deswegen ich verkaufe das gerne. Und bis jetzt, wir haben Warteschlange für solche Modelle. Das erste Fahrrad bei uns beim Startort war genau das Fahrrad verkauft. Mhm. Und genau jetzt noch ein paar Leute warten, das vom Orbea, die kommen im Oktober. Okay, das ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Es hat noch viel mehr Spielereien. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt halt nur einfach diesen Motor mit drin haben, sondern wenn wir es mal anschalten, das ist hier, gell? Genau. Du schaltest das oben an, genau, und wir bekommen dann Tageslicht von hinten. Ja. Das kann man ausschalten. Und falls Kunde benutzt er bei Dunkelheit, kann man auch festes Fernlicht, mhm, auch mit Taste auf dem Lenker nachrüsten, mhm, und Strom wird vom Akku besorgt. Das heißt, ihr habt einfach immer eine Lichtanlage dabei, das ist Wahnsinn. Genau, genau. Und auch Möglichkeiten, wir haben immer Tacho dabei. Mhm. Tacho ist per Bluetooth verbunden. Wir haben alle wichtigsten Werte drauf, also, mhm, Geschwindigkeit, wie hoch ist aufgeladen, unsere Reichweite, ob Licht brennt oder nicht. Und tatsächlich, Fahrrad wird mit dem Handy gekoppelt. Mhm. Auch kann man das navigieren und viele Werte in der App abspielen, anzugucken, mhm, und was finde ich überhaupt ganz, ganz perfekt. X20-Motor hat kein Kabel,
Das bedeutet, bei X25 Plus, bei Alu-Varianten, falls Kunde unterwegs Panne bekommt, kann auch passieren, muss man Werkzeug haben, mindestens 13 oder 15er Gabelschlüssel und Möglichkeit, Kabelbinder abzuschneiden, Kabel wegziehen und dann das zu beheben. Aber genau bei dem Motor nichts, dass wir haben normale Stichachse und einfach Kontakt von unten. Das bedeutet für Kunde einfach 6er Inbus bei Multitool in der Tasche, Achse wegziehen, Hinterrad weg, also neuen Schlauch und einfach rein und weiterfahren. Also das wird nie mehr als 10 Minuten dauern und wird Spaß bringen. Genau. Ja, absolut. Ja. Also ihr seht schon, ihr habt hier nicht nur an die sportliche Fraktion gedacht, sondern eben auch an die Sicherheit. Genau. Das Schöne ist, es wird alles vom Hauptakku gespeist, ne? Die ganzen Lampen, der Computer jetzt nicht oder doch auch? Nein, nicht. Der ist einfach nur per Bluetooth. Hat Batteriezelle. Genau. 2032, genau. Wie sieht es mit dem Handy aus? Gibt es da auch noch die Möglichkeit, dass ich da hier vorne vielleicht irgendwie so eine... Genau, das kann man genau am Vorbau nachrüsten oder auf dem Lenker. Dann wird natürlich mit dem Fahrrad gekoppelt und wie gesagt, das wird alle Werte abgespielt. Das kann man als auch als Tacho benutzen, überhaupt als Handy, Höhenmeter angucken und überhaupt alle Werte, die Kunde schon ist gefahren oder will fahren. Okay. Genau. Wie sieht es mit Mayo aus? Also Orbea ist bekannt dafür, dass du dir verschiedene Farben aussuchen kannst. Genau. Haben wir das hier jetzt auch wieder? Genau, bei allen Carbon-Varianten, genau wie die Variante oben, das ist schon für Kunde bestellt und personalisiert. Mit Mayo, das bedeutet personalisieren, Kunde darf und kann jede Farbe auswählen, jedes Stück persönlich lackieren, bis zu seinem Namen oder irgendwelche schönen Wörter auf dem Rahmen zu schreiben. Das bedeutet, das kann man schriftlich, vorne, hinten, seitlich, Gabel, alles auf. Das bedeutet, Rahmen wird für Kunde produziert und das Fahrrad hat nur Kunde. Und die Lieferzeiten sind gar nicht so lang, gell? Lieferzeiten nicht so lange, eigentlich... Also bei dem jetzt ja noch? Eigentlich ja, bis zu 4 Monate. Deswegen ich würde, wenn Kunde wir personalisieren, das lieber im Herbst zu bestellen. Über den Winter trotzdem fährt man selten. Und dann im Frühling das Fahrrad neu zu bekommen und wirklich Spaß zu haben. Was ich jetzt auch schon sehe, sind so Anschraubpunkte. Das heißt, wir haben hier so überall so kleine Nupsis drinnen. Genau. Das heißt, wir können eigentlich theoretisch auch ein Schutzblech, denke ich mal, nachrüsten. Oder was kann man da noch hinbauen? Bestimmt. Das können wir Schutzbleche nachrüsten, das können wir Gepäckträger nachrüsten. Und die zwei Schrauben natürlich kann man benutzen als Flaschenhalter oder noch ein wichtiger Punkt als Range-Extender. Das bedeutet, wenn Kunde will zum Beispiel 200 Kilometer pro Tag schaffen oder zum Bodensee fahren, wir bekommen noch einen Range-Extender, das ist wie Wasserflasche ein Akku mit 250 oder 150 noch zusätzliche Wattstunden. Und Vorteil, den Range-Extender kann man extra zu Hause wie Powerbank aufladen. Weil auch ein wichtiger Punkt, dass alle Akkus bei der Firma Orbea sind fest verbaut. Vorteil, das kann man Gewicht sparen und es ist so, plus gegen Diebstahl, kein Zylinderschloss, kein Schmutz kommt rein, nichts was klappen und überhaupt, das ist einfach perfekt, sieht schlank aus und wenn man das aufhebt oder wenn ich jemanden überhole, das sieht man als normales Fahrrad. Ja, ganz absolut. Genau. Es ist halt immer, du musst eine Steckdose dann am Parkplatz. Muss man ein Fahrrad zur Steckdose bringen, aber jetzt ist Gott sei Dank bei jedem Hotel, bei jedem Biergarten, trotzdem, wenn das ist eine Tour über 100 Kilometer, bestimmt pro paar Stunden Fahrt, Kunde wird angehalten, Eis zu essen, Wasser zu trinken, 20-30 Minuten. Das kann man kurz zur Steckdose schmeißen und noch 30-40 Kilometer Reichweite zu bekommen. Und zur Not fährst du halt ohne Motor. Genau. Weil das Rad ist nun wirklich nicht schwer und fährt sich super. Perfekt, ja genau. Es gibt bei Orbea bestimmt auch wieder die Möglichkeit, verschiedene Versionen auszuwählen, oder? Wir haben wahrscheinlich auch wieder die M10, M20 und sowas. Gibt es das auch? Je weniger ist Zahl, desto hochwertiger ist Komponente. Natürlich, Rahmen wird gleich bei der zum Beispiel 30, 20 oder 10 Modell. M-Bezeichnung bedeutet Monocoque, Monocoque bedeutet Carbon, H-Bezeichnung bedeutet Hydro, das ist Alu-Variante. Genau, H30 oder M30, das ist, kann man sagen, Einstichmodell und H10, das wird hochwertige Modell mit selbem Rahmen, aber hochwertige Ausstattung. Ich meine Bremse, Kette, Kassette und Antrieb überhaupt. Gut, Dennis, du hast jetzt schon mal gesagt, es gibt M und es gibt H. Genau. Jetzt lass uns doch einfach mal ein H anschauen und da gibt es nämlich noch eine Besonderheit. Das ist sogar noch elektronisch geschalten. Wir holen das jetzt mal runter und dann zeigen wir euch das Alu-Modell. So, da haben wir ihn nun, den gelben Alu-Renner. Ich muss gestehen, ich hatte vorhin gedacht, das wäre Carbon. Das ist aber Alu. Und da sieht man schon, das ist auch gar nicht so auf den ersten Blick. Also man sieht so ab und zu mal so ein bisschen die Schweißnähte. Aber es ist, wenn man weiter weg steht, erkennt man es nicht. Genau, und trotzdem, Alu-Modelle haben alle Carbon-Gabel.
Das ist das Mindeste, ja, sage ich jetzt genau. Mal. Es ist halt auch gut. Wofür ist so eine Carbon-Gabel gut? Für jemanden, der sich jetzt nicht auskennt. Sie nimmt einfach ein bisschen, sie flext ein bisschen genau, vorne und nimmt genau. Die Kraft ein bisschen. Bringt Komfort auch beim Schotter. Mhm. Gut, kommen wir zum Motor, weil beim Alu-Modell haben wir jetzt einen anderen Motor drin. Das ist jetzt nicht mehr der X20 wie im Carbon, sondern? Das ist X35 Plus. Mhm. Das bedeutet, der Motor bringt bis zu 40 Newtonmeter Kraft und hat 250 Wattstunden Akku. Genau. Also das heißt, kleinerer Akku, aber dafür einen etwas schwächeren Motor. Genau, nicht so stärker, würde ich sagen. Ja. Genau. Aber das bringt trotzdem gleiche Reichweite wie bei X20 und 350 Wattstunden Akku. Mhm. Und das finde ich perfekt. Ist halt natürlich im Preis ein bisschen unterhalb der Carbon-Reihe angesiedelt. Genau. Was wir jetzt hier nicht sehen, falls es euch auffällt, hier fehlt das Frontlicht, da gehört normal das Frontlicht mit hin. Genau, das wird auch schon nachgeliefert. Genau. Auch ist die Bedieneinheit eine andere. Wir haben jetzt nicht mehr diese LED nach unten, sondern halt eben den Kreis nur. Genau, aber trotzdem, das ist gleiche Funktion wie mit X20, wird einmal mit dem Handy verbunden und gleichwertig mit gleicher abspielt gleiche Funktionen. Okay, wunderbar. Also ihr seht auch, es gibt auch noch eine Stufe unter dem Carbon, auch etwas preislicher interessant. Und dieses Rad können wir sogar als Gravel-Variante nehmen. Genau, genau, das wird auch perfekt. Und Überschaltung, jede, also Carbon- oder Alu-Variante kann man haben auch mit elektronischer Schaltung. Das wird mit I genannt am Ende bei der Modellbezeichnung. Und dann bekommen wir 105 Shimano Di2. Ist absolut eine Top-Einstiegsschaltung. Das ist top, weil dann der Kunde macht keine Fehler. Das bringt Spaß und das Geräusch, der bringt vordere Umwerfe, das ist einfach gut zu hören. Und das Schöne ist, wir hatten das jetzt halt schon häufiger in den letzten Tagen, irgendwie, wenn wir über die Di2 geredet haben. Du sagst auch, er kann keine Fehler machen und das verstellt sich auch einfach nicht. Es ist sehr selten, dass sich da irgendwas verstellt. Also ihr könnt darauf vertrauen, dass es einfach, wir haben zwei Tasten rechts, zwei Tasten links, perfekt nach oben oder nach unten zu schalten und fertig. Wunderbar. Dennis, wo sind so die Einstiegspreise? Einstiegspreise bei Alu-Varianten starten unter 3.000, also ich würde sagen 2.999 Euro. Mhm. Und natürlich je nach Ausstattung und wie besprochen 30er, 20er, 10er Modelle mit elektronischer oder Standardschaltung, das wird immer natürlich höher. Das ist klar, genau. So, jetzt interessiert natürlich alle, was darf ich wiegen, beziehungsweise wie viel wiegt so ein Rad. Gehen wir erstmal die Gewichte von den Fahrrädern durch. Genau. Alu und Carbon. Alu-Varianten, das ist Richtung 14 Kilo, würde ich sagen. Mhm. Und Carbon-Variante ab 12 Kilo starten. Okay, das ist schon eine ordentliche Ausnahme. Und dann insgesamt Gewicht, zulässige Gewicht, das wird locker bis zu 125 bis zu 130 Kilo mit dem Fahrer, Gepäckträger und Ausstattung. Dann kann man fahren. Mhm. Wunderbar, also zulässiges Gesamtgewicht 125 Kilogramm. Da dürft ihr selber noch einiges wiegen, denn diese Räder sind schon richtig leicht. Genau. Obwohl sie einen Motor haben und einen Akku. Gut, Dennis, vielen lieben Dank fürs Vorstellen. Falls ihr euch für so ein Rad interessiert, wir sind hier am Standort in Reutlingen und ihr seht schon, dieser Mann, der kennt sich wahnsinnig gut aus. Also wenn ihr Fragen habt, in Reutlingen sitzt ein sehr kompetenter Mann für die Orbea-Räder. Was es mit ihm auf sich hat, das erklären wir noch jetzt in diesem Video. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt noch ein bisschen was zu Dennis zu erzählen, denn wir haben hier einen Ausnahmesportler neben uns stehen. Dennis, du bist hier bei Fitbikes Reutlingen, bist du als Berater? Genau, genau. Ich kann beraten auch und mein Grund, ich komme aus der Ukraine und ich bin Mountainbike-Meister, also unter Cross-Country-Disziplin, Meister unter Amateuren, also kein Profis, aber trotzdem, ich habe viele Erfahrungen, habe viele Mühe gemacht, dass ich das, meine Niveau zu erreichen und das bedeutet, ich kann gut beraten, ich kann auch, wenn die richtigen Sportler wollen, mehr Kraft ins Pedal bringen oder mehr Erfahrung auch zu bekommen von mir, weil ich bin so viele Rennen gefahren und organisiert, ich kann auch was zu beraten und wegen Bikefitting, das Fitbikes anbietet, ich kann auch das gut machen, weil ich mache das seit 13 Jahren. Das ist schon Wahnsinn. Du bist früher für ein Team sogar gefahren, gell? Du bist für Cannondale gefahren. Genau, ich bin gefahren für Cannondale Team Ukraine unter Amateuren und das hat mir viel Spaß gebracht und Wir hatten vorhin im Vorgespräch schon so, ob das jetzt für ihn ein Rückschritt ist, von Cannondale auf Orbea zu gehen, aber das hast du klar verneint. Ne? Orbea baut auch ordentliche Mountainbikes. Ordentliche, perfekte Cross-Country und überhaupt, das gefällt mir sehr und ich werde das bald auch haben.
Da wünschen wir dir auf jeden Fall alles Perfekt. Gute dann damit. Wunderbar, das war die kleine Backstory zum Dennis. Also wenn ihr wirklich sportlich aktiv seid und ihr wohnt im Raum Reutlingen, schaut gerne hier vorbei. Ich glaube, ihr habt hier den perfekten Ansprechpartner für eure Needs. Beziehungsweise du machst auch den Bereich Gravel sehr stark. Genau, genau. Ja. Weil jetzt auch, ich habe auf Gravel umgestiegen. Mhm. Weil früher musste ich zwei Fahrräder haben, Cross-Country und Rennrad für Ausdauertraining und technisch. Und jetzt auch das Thema Gravel ist wieder auf der Spitze, weil das eigentlich ein Fahrrad, das kann man benutzen auch auf dem Asphalt und im Wald. Genau. Das finde ich perfekt. Also ihr seht schon, ihr habt hier die geballte Kompetenz in Reutlingen. Wenn ihr aus Reutlingen kommt, schaut hier gerne vorbei und macht einen Termin beim Dennis. Genau, danke. www.fitbikes.de, dort findet ihr alle Infos zu unseren Standorten bzw. zum Reutlinger Standort. Schaut da gerne mal drauf. Wir wünschen euch einen schönen Nachmittag und bis bald. Ciao. Ciao.